Hallo und herzlich willkommen zurück bei Legend of Mana. So. Wir starten eine neue Chumi-Quest. Ich bin vorher nochmal den ganzen Kaktus-Tagebuch durchgegangen. Und muss sagen, wir haben das meiste geschafft. Freut mich. Das mit Gilbert finde ich schade. Aber da kann man wohl nichts machen. So, ich habe hier einen Tipp bekommen. Mal sehen. Irgendwo hier muss was sein. Ich brauche Hilfe, schnell. Das ging ja schnell. Ich habe gehört, irgendwo Marktplatz. Wer bist denn du? Ein Chumi. Hallo. Ich bin Florina, die Chumi des Fluorids. Alex versteckt mich hier. So bin ich vor den Juwelenjägerin sicher. Aber trotzdem träume ich schlecht. Puff. Wer bist du? Frag nicht, wer ich bin. Deine Albträume sind so schlimm, dass sogar mein Tapir Angst hatte, mitzukommen. Warum hast du so fürchterliche Träume? Erkläre dich. Woher soll ich das wissen? Ich sollte hier drin sicher sein. Sicher? Ha! Ich setze nicht mal meinen kleinen Zeh in deine Träume. Oh, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Belle, die Hexe. Aha. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Florina, die Chumi des Fluorids, und das ist Darius. Oh, hallo Darius. Anscheinend hat dich die Anziehungskraft ihrer Albträume hergeführt. Aber auf die Anziehungskraft von Albträumen komme ich später noch ausführlich zu sprechen. Was meinst du mit hergeführt? Strukturell betrachtet sind Träume komplexe Gebilde. Die Erinnerungen eines Tages werden zu Träumen der Nacht. Im Wesentlichen fußen Träume auf der wirklichen Welt. Sie werden von selbst geschaffen und verändern sich, wenn sich unsere Wirklichkeit verändert. Verstehst du? Das verstehe ich nicht. Nun ja, eigentlich kann ich bloß schöne Träume wünschen. Diese Person wurde herbeigerufen, um in deinen Traum ungebetenen Gästen vor die Tür zu setzen. Und, bist du bereit? Okay. Na dann los, also wir reisen jetzt in den Traum und treten ein paar Albträume in den Hintern. Habe ich das richtig verstanden? Was machst du hier? Tag auch, ich bin der fliegende Händler Nicolo und habe stets ein Lächeln auf Lager. Ich führe dich durch Florinos Traum und das für unglaublich günstige 200 Lucre. Abgemacht? Okay, 200 sind wirklich nicht viel. Du weißt, wie man das Beste aus seinem Geld herausholt. Da wären wir. Warum kann ich nicht atmen? Sind meine Kiemen verstopft? Nein, das ist es nicht. Dein Seufzen raubt mir den Atem. Deine Augen sind wie Fischernetze. Ich kann kämpfen, so viel ich will. Du fängst mich trotzdem immer wieder. Was? Wir sind uns so ähnlich, sie und ich. Es ist unglaublich. Im Gegensatz zu mir bist du nicht reich, aber du verstehst es trotzdem, oder? Was? Haut ab, fasst mich nicht an, verschwindet von hier. Ich hasse Schuppen, ich hasse Flossen. Und ich hasse Kiemen. Ah, ich hasse sie alle. Ich kann damit leben, wenn du glücklich bist, wenn ich gehe, aber wenn du nachts nicht schlafen kannst oder deine Gegner dir zu schaffen machen, ruf mich einfach. Ich komme zu dir, wo auch immer du sein magst, selbst in deinen Träumen. Wir verstehen uns so gut in meinen Träumen. Wir tun allerlei Dinge in meinen Träumen.
Wenn ich dein trauriges Gesicht sehe, werde ich auch traurig. Deshalb werde ich immer bei dir sein, denn ich möchte dein Lächeln sehen. Geht hier ab. Und wo muss ich hin? Kann ihr Gegenstände mitnehmen? Scheint richtig zu sein. Hey, da bist du ja wieder, Darius. Ich will mit dir kommen. Okay. Du hast nicht zufällig Platz in deinem Team, oder? Die Wüste und der Sand, der heiße Wüstensand, ist die Heimat meiner Seele. Yep. Sandkuchen mag ich auch, aber in einer Kuchenform kann man ja schlecht wohnen. Nein. WTF. Ein Lapisritter? Sag, was ist deine Bestimmung? Ich habe keine. Du bist also ein Ritter und beschützt niemanden. Ein Chumi, der ganz allein auf der Welt ist, gleicht einem Kieselstein in der Wüste. Florinas Tränen werden meine Bestimmung erneuern. Ich habe genug gehört. Ich würde niemals einen Tropfen der Lebenskraft meiner Wächterin an dir vergeuden. Du bist ein Feigling, der seinen eigenen Wächterin dem Tod überlassen hat. Ilasul, tut mir leid, ich kann nicht mehr für dich weinen. Pearl, wenn Wut dein einziger Antrieb ist, wird das Licht des Clarius nur Schmerz und Leid verursachen. Die Bestimmung der Chumi zu heilen und zu trösten, mit dem Licht, das uns die Sonne anvertraut hat. Solange die Menschheit um uns kämpft, lodern die Flammen der Wut hell in unseren Herzen. Und unsere heilenden Kräfte werden auf ewig vergessen. Wenn das wirklich unser Schicksal ist, sollten wir diese Welt vernichten. Findest du nicht, Lady Blackpearl? Nur du bist dazu in der Lage. Verglichen mit dir bin ich schwach. Ich kann nicht viel tun. Nur einen schmalen Ausweg schaffen. Kann ich nicht einfach mitgehen? Oh nein, ich wollte noch mit Ilasul reden. Wie werde ich die los? Hat das nicht geheißen, ich soll die loswerden? Schön, das ist eine nette Erinnerung. Die unzerstörbare Kanone. Hier ist nichts. Ich habe keine Ahnung. Rauf und... Wenigstens sind die Gegner nicht allzu schwer. Thank you.
Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es hier weitergeht, oder? Jetzt bin ich hier. Nein, natürlich geht's hier nicht weiter. Das heißt, wir testen nach oben. Auf jeden Fall ist Nicolo jetzt weg. Finde ich auch seltsam, oder? Bis jetzt war er immer da. So, nach rechts kann ich nicht. Wenn ich nicht nach rechts kann, muss ich hier weiter. Die Frage ist, wohin? Okay, da geht's nochmal und dann hier hin und jetzt bin ich wieder hier. Muss hier irgendwo weitergehen, oder? Spannend auf jeden Fall. Also wir sind im Traum. Ich weiß nur immer noch nicht, wie ich die... Jetzt bin ich hier. Frage ist, soll ich mit ihm jetzt mitgehen? Ich könnte auch mal nach unten weitergehen. Gehen wir mal nach unten weiter. Und hier drüben, waren wir hier schon? Ich weiß, wir haben gegen die Gegner gekämpft, aber ich weiß nicht mehr, ob wir hier weitergegangen sind oder umgedreht haben. Sehen wir uns das Ganze einfach mal an. Jetzt sind wir hier, okay. Letztes Mal sind wir nicht hier lang, oder? Nee. Dann versuchen wir es mal hier. Jetzt sind wir hier, jetzt kann ich mit ihm nochmal reden. Ich bin Elazul, ein Chumi-Ritter. Die Chumi bestehen aus Rittern und Wächterinnen. Die Ritter beschützen die Wächterinnen, die wiederum mit ihren Tränen Wunden heilen. Für Chumi-Ritter ist das Leben einer Wächterin wertvoller als das eigene. Aber ich konnte meine Wächterin nicht beschützen. Ich habe überhaupt kein Recht dazu, mich Ritter zu nennen. Interessant. Ist das weg? Irgendwas anderes?
Pearl. Und Entschuldigung. Lass mich dich wieder beschützen. Gib mir noch eine Chance. Ich bin nicht Pearl. Ich bin eine Ritterin mit einem Kern aus Finsternis. Meine Bestimmung ist Fluorid. Der schwarze Kern, mein wahres Ich, liegt in meiner Brust. Geht fort mit dir, Elazul. Florina hat bereits eine Ritterin namens Alexandra. Der einsame Kiesel in der Wüste bist du, Black Pearl. Einmal ist mein schwarzer Kern bereits gestorben, als ich Florina bei Alexandra ließ. Heißt das, ohne deinen schwarzen Kern wirst du wieder zu Pearl? Lässt du es auf einen Versuch ankommen? Black Pearl. Ein Ritter sollte immer nur eine Wächterin beschützen. Einzeln sind wir schwach, aber mit geeinten Kräften werden wir zu einer ernstzunehmenden Macht. Was willst du beschützen, Black Pearl? Fluorina hat ihre Tränen für alle Chumi vergossen. Deshalb muss ich kämpfen. Gegen alle, die uns bedrohen. Lass mich nicht allein zurück, Black Pearl. Ohne dich sehe ich nur Pearl. Meine Bestimmung. Ah, es ist weg. Okay, dann gehen wir gleich hier. Was ist denn das? Oh. Hallo. Ich glaube, gegen Skorpione habe ich noch nicht gekämpft. Gibt aber auch nichts Interessantes. Oh, Kiste. Okay, das ist wenigstens Traumlogik. Das lasse ich mir einreden. Boss-Time? Black Pearl, ich dachte, wir wären Verbündete. Warum bist du hier? Um dich in die Unterwelt zu bringen. In Ketten sollst du in der Finsternis schmoren, unfähig, einer weiteren Seele Leid zuzufügen. Florina kann sich erholen. Dafür braucht es nur 1000 Chumi-Leben. Du weißt, wie viele Chumi-Leben Florina retten kann, oder? Du Närrin. Dieser Wahnsinn wird niemals enden, begreifst du das nicht? Sobald ihre Kräfte aufgebraucht sind, wirst du weitere Chumi jagen, um deine eigenen Kräfte zu regenerieren. Wie lange willst du so weitermachen? Solange wir Chumi uns noch am Leben festkrallen. Mach dich nicht über mich lustig. Es ist vorbei, Black Pearl. Vielleicht war es in der Wüste selbst für dein schwarzes Herz zu hell. Der Junge ist gleich da, halte durch. Ich brauche keine Hilfe. Doch, die brauchst du. Ja, schon wieder so ein Juwelenbiest, okay. Der war gemein. Und der ist freaky. Drago! Okay, das war nicht sonderlich schwer. Pearl. Geht's dir gut? Oh, Elazul. Ja, mir fehlt nichts. Was ist mit Black Pearl passiert? Wieso hat sie sich wieder in dich verwandelt? Elazul, mir fehlt nichts. Und dir? Mir? Was soll mir schon fehlen? Also, irgendwas stimmt nicht. Gehen wir, Pearl. In Ordnung, gehen wir.
Sieht so aus, als wäre sie eingeschlafen. Immerhin ist die Welt der Träume nun etwas sicherer. Viele halten Träume für Scheinwelten in unseren Köpfen, aber eigentlich betrachtet man im Traum bloß die Wirklichkeit durch einen Filter. Ich verschwinde jetzt. Träum schön, Kindchen. Wenn du ihren Albtraum hast, komme ich wieder. Verstehe. Also will Alexandre Florina beschützen und retten, indem sie 1000 Yumi opfert? Das klingt irgendwie extrem, oder? Ich meine, ist ein Leben für ein Leben schon nicht schlecht, aber 1000? Traum oder Wirklichkeit? Moment. Heute war mein Mensch in einer Wüste und hat Wüstenbewohner getroffen, oder so. Ich habe das alles nicht so recht verstanden. Wüstensoldaten? Orkankämpfer? Ich glaube, das war's, oder? Wieso Orkankämpfer? Egal. Der Kaktus. Na gut, Leute. Das war's soweit von mir. Wir nähern uns immer mehr dem Ende. Fehlen noch an. Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen 2 bis 3 Jumi-Quests. Dann haben wir die Arc abgeschlossen und dann geht's zum Mana-Baum. Das heißt, eine lange Reise geht zu Ende. Hat wirklich Spaß gemacht bisher. Ich hoffe, es hat auch euch Spaß gemacht zum Zusehen und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.